So, jetzt geht's wieder los. Machen wir wieder mal eine Runde. So, liebe SWN-Freunde, ich hoffe, ihr habt gut Weihnachten rumgebracht und habt euch schön beschenken lassen. Habt es genossen, dass wieder mal das Fest der Liebe war. Wenn es dann nicht überall das Fest der Liebe war. In manchen Regionen hat es ja doch ganz schön gekracht. Mit den Querdenkern und Spaziergängern. Naja, da kommen wir später noch dazu. Ich habe da auch meine eigene Meinung zu den Querdenkern, zu den Spaziergängern. Und ich fahre jetzt gerade hier als Schweinfurt raus. Und ich kann natürlich jetzt hier nicht unbedingt nach vorne raus. Ja, sag mal, dort will der wieder die Vorfahrt nehmen. Auf volle Kanne, du. Das gibt's voll nicht, ne? Manche Leute. Dann fragst du dich doch, was das soll. Also wir fahren mal heute zur Richtung Haßfurt. Machen wir da mal eine kleine Rundfahrt. Und mal gucken, ob da der eine oder andere auch diese Käfer kennt, wo wir durchfahren. Das Mari, da war jetzt so lange gestanden, da scheinen ein wenig die Bremsen, die radeln ein wenig. Naja, kann man nichts machen. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser an Silvester. Also okay, wir haben jetzt ein paar Tage nur Regen gehabt, das war also nichts mehr schön. Fand ich nicht lustig. War echt ein blödes Wetter. Und ich hoffe, dass es jetzt doch wieder ein bisschen besser wird. Weil entweder Schnee oder Sonne, ne? So ein Wetter, du wirst dauernd so regnen und so. Das finde ich absolut nicht lustig. Ne? Aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Muss ich doch gleich noch mal gucken, halt, das Mikrofon dann noch ein bisschen rumdrehen können, dass vielleicht die Verständigung etwas besser wird. Schauen wir mal. Aber da muss ich erst mal Schweinfurt raus. Ja. Also ärgert euch nicht, dass ich euch das Schweinfurt jetzt nicht zeige. Es sind einfach viel zu viele Leute unterwegs. Und ihr wisst ja, Datenschutz und so. Nicht Datenschutz, sondern das Recht am eigenen Bild und so. Und da ist es immer schwierig. Ach Gott, jetzt komme ich nicht hin, gell? Jetzt komme ich nicht hin. Ja. Wieso geht denn das immer runter? Ach Gott, eins habe ich. Jetzt sind wieder Unmenge Leute, wie gesagt, unterwegs. Das Parkhaus, das kann man gar nicht sehen, das neue Parkhaus, ob da überhaupt Leute stehen. Ich hoffe, euch hat der Weihnachtsfilm gefallen, den ich gedreht habe. So viel Klicks hat er ja nicht gehabt. Anscheinend sind nicht viele Leute so christlich, dass die sich den Weihnachtsfilm nicht sehen. Ich finde es ein wenig schade, weil ich habe mir echt viel Mühe gegeben, habe den Film gemacht. Und dann, wenn er eben nur 700 Leute angucken, dann ist das schon für mich ein wenig frustrierend. Und naja, was soll's. Also warum jetzt das Mikrofon ausgegangen ist, weiß ich nicht. Bin also jetzt hier in Meinberg. Der Film einfach abgebrochen. Manchmal versteht man die Welt halt nicht, warum das so ist. Ach, das kann aber sein, ja, dass das auf die feste, auf die falsche Platte gespeichert hat im Telefon. Ja. Ja, da oben ist also die Burg von Meinberg. Schaut mal rauf, links. Die ewige Baustelle, einst Domizil von den Sachs-Leuten, Sachs-Familie. Über Sachs will ich mich nicht weiter auslassen.
jetzt kommen wir gleich nach Schonungen. Direkt an der Bahn entlang, immer am Main, und dann rechts ist also der Main und die Bahn. Und vor uns also Schonungen. Schonungen hat sich in den letzten Jahren doch ganz schön gemausert. Es gibt sehr viele Einkaufsmöglichkeiten in Schonungen. Und ja, der Mittelpunkt in Schonungen, der ist immer noch nicht so gelungen, finde ich. Also manche werden sagen, ist doch schön. Ne? Aber ich finde, man hat halt keinen so historisch gewachsenen Mittelpunkt wie zum Beispiel Guxheim oder Sendfeld, die da ihren Blau haben. Ne? Oh Gott, ich bin ja da mal aufgeschnallt. Weil ich mich vorhin abgeschnallt habe, wegen dem Mikrofon. So, jetzt bin ich aber aufgeschnallt. Und da streiten halt einige drum. Ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? Sind wir wieder an so einer Ampel da in Schonungen. Schauen wir mal. Daneben rechts ist halt das Café Rohr. Da kann man gut Kuchen essen. Und die haben halt gute Kuchen. Gehe ich mir gerne rein. Das war jetzt keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Die bezahlen mir doch nichts. Ne? Manchmal hätte ich mir ganz gerne mal wünscht, ich hätte jemanden, der mich bei meinen Filmaufnahmen ein wenig unterstützt, der auch Spaß daran hat, Filme zu erstellen. Und wo man zusammen ein wenig so Filme machen kann, Beiträge machen kann. Weil allein ist halt doch immer gar nicht so einfach, gell? Ja, da kann man mein Fernsehen, das SWN-TV noch ein bisschen mehr ausbauen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Vielleicht auch, weil wir lokal so arg, lokalmäßig berichten. Gell? Vielleicht müssen wir einfach neutraler über die Bundessachen oder über die ganze Welt berichten. Da müsst ihr auf die Übersetzung achten, wenn da die Titel unten drunter übersetzt werden. Aber Leute, ehrlich, ich hab die Zeit nicht dazu, diese Titel alle zu korrigieren, die da von YouTube da unten reingesetzt werden. Und ich muss sagen, wenn ich mal Kontrolle mache und lese das durch, was die da reinsetzen, ne? Und als Übersetzung betrachten, dann muss ich sagen, also das ist alle Achtung, das ist ja so ein Käse. Ne? Die haben anscheinend, ja, können die Fränkisch nicht übersetzen. Fränkisch ist halt eine Sprache, das nicht jeder kann. Ich kann ja auch kein Fränkisch, gell? Also. Ich hab's mit der Hammermethode gelernt. Habe ich ja schon mal erzählt, gell? Wie wir aufs Land gezogen sind. Aufs tiefste Land. Und dann alle nur noch richtig Fränkisch gesprochen haben. Dann ist es an uns Kindern als nicht vorbeigegangen. Und irgendwann hat man halt den Slang auch drauf. Weil ursprünglich, wir haben schon Fränkisch gesprochen, gell? Mein Vater ist ja Franke, ne? Aber halt doch nicht so alt. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine, gell? Das Müller und das Freiler. Warum ich mit euch heute so eine Runde drehe, ist einfach mal, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich habe jetzt seit Weihnachten ja, nichts mehr viel groß gemacht draußen. Konnte auch keine Filme machen, das Wetter hat nicht gepasst, hat dauernd so geregnet. Dann hatten wir Besuch und war halt Weihnachten auch. Und irgendwo immer in der Wohnung gesessen, mir ist echt die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich muss euch sagen, ich musste einfach jetzt mal raus. Ich muss einfach mal raus, mal eine Runde drehen, sonst flippe ich aus. Ne? So, wie soll man die Scheiben mal sauber machen, dass ihr aber seht. Ne?
ist. Weil wir sind jetzt auf der Richtung Asfalt unterwegs. Und ich denke, wir machen dann nochmal so einen kurzen Abstecker so am Steigerwald rein. Oder vielleicht in die Hasberge. Mal gucken, vielleicht fahren wir rüber in die Hasberge auch mal. Können wir ja auch mal machen, gell? Ich hoffe, dass der Ton heute ein bisschen besser ist mit dem Mikrofon, weil ich das mal anmontiert habe. Jetzt sind wir halt in Ottendorf. Für die YouTube-Übersetzung Ottendorf mit Theodor in der Mitte. Wir Franken sagen ja Ottendorf. Jetzt hatten wir also hier in Schweinfurt schon große Aufregungen. Wir hatten also schon dreimal jetzt Spaziergänge am Sonntag, wo also Corona-Gegner sich getroffen haben. Sind also in der Stadt spazieren gelaufen. Spazieren gelaufen in Anführungsstriche. Und ja, ist halt so, ne? Und dann schreien sie halt alle rum, die sollen halt die Demonstration anmelden. Aber Leute, jetzt mal ganz neutral betrachtet. Ich bin also dreimal geimpft, bin geboostert und bin also der Meinung, man sollte sich impfen lassen. Einfach um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und zweitens um sich auch selber zu schützen. Weil an Corona zu sterben ist wirklich nicht lustig. Aber ich muss natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, dass wir eine Demokratie sind und ein freies Land, denke ich zumindest. Und da muss es natürlich auch möglich sein, Menschen, die anderer Meinung sind, die Möglichkeit zu geben, ja, zu demonstrieren. Ob das dann unbedingt am zweiten Weihnachtsfeiertag sein muss, ja, das mag dahingestellt sein. Und ob das unbedingt in dieser Form sein muss, das mag auch dahingestellt sein. Aber die andere Seite ist, ich meine, ich war ja früher bei den Behörden, ich weiß nicht, wer es weiß. Wir hatten ja auch mal Demonstrationen mitgemacht und waren auch gegen Überwachung und Bürgerrechte, Einschränkungen der Bürgerrechte. Man denke nur an das Polizeiaufgabengesetz, das ja gar nicht lustig ist und das einfach so durchgewunken worden ist. Da bin ich heute noch nicht mit einverstanden. Und naja, es gibt viele Sachen, wo ich mich auch dann störe. Und da gab es ja Diskussionen, weil bei der ersten Demonstration wollten sie angeblich einen Polizeiauto anbrennen. Dabei hat er also einen Papierkorb gebrannt. Oder wollte anfangen zu brennen, was weiß ich, ich war nicht dabei. Und bei der zweiten Demonstration war ich dabei. Die ist also verhältnismäßig ruhig verlaufen. Ich war also dabei, habe mit den Leuten gesprochen. Es waren keine aggressiven Leute dabei, also mitten in meinem Umfeld nicht. Ich war mitten in der Demonstration, habe mich mittendrin aufgehalten, hatte eine Maske auf. Alle anderen hatten keine auf, ich hatte eine Maske auf. Also ich war auch zu erkennen, dass ich also für die Impfung bin und gegen die Corona-Demo. Aber niemand hat mich angepöbelt, niemand hat mich angemacht. Und andere Medien berichten anderes, ich weiß nicht. Also ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auch gesehen, dass Leute also von der Demo andere zurückgehalten haben, die dann doch wenn Krawall machen wollten oder irgendwas. Oder zumindest bei der Polizeikette dann durch wollten, weil sie da weiterlaufen wollten und die Polizei wollte das eben nicht. Und die dann dazwischen gegangen sind, die Leute bleibt ruhig, seid friedlich, hört auf. Und die haben dann auch wirklich aufgehört. Bei der dritten Demonstration muss es jetzt ein ganz anderes Bild gewesen sein. Ich war nicht dabei, mir ist es nicht gut gegangen und ich war auf jeden Fall nicht dort an der Demo. Und da muss es also böse hergegangen sein.
Polizei hat natürlich diesmal versucht, so wie ich das beim letzten Mal schon gesehen habe, die Wandernden, die Spaziergänger einzudämmen, also nicht mehr überall hinlaufen zu lassen, sondern vielleicht ja, nur auf bestimmten Strecken und andere Strecken zu sperren, also Polizeiketten aufzubauen und Polizeisperren und die da nichts mehr durchlaufen zu lassen, sondern die wollten halt, die halt einfach in eine bestimmte Richtung drängen. Oder, ja. Und das scheint ein wenig schief gegangen zu sein. Weil ich habe selber schon erlebt und ich war bei vielen Demonstrationen. Und ich sage es, normalerweise in Franken keine Gewalttäter. Ich habe viele Demonstrationen schon mitgemacht und also als Presse. Und es waren wenige Demonstrationen dabei, wo wirklich geprügelt worden ist, wo auch die Polizeien geprügelt worden sind. Also ich habe das nur in Würzburg mal gesehen, also in Schweinfurt noch nie. Und ich muss also sagen, ich kann es mal nicht verstehen, weil ich habe also einen Film gesehen, der einer gemacht hat, irgendeiner hat auch Filme online gestellt, wo also am Graben da unten, nicht am Graben, am Wall, wo da einer unbedingt durch die Polizei durch wollte und ist da angerannt gekommen und hat dann gewambert, ist da bei der Polizei durch und die Polizei ist dann mit mehreren Polizisten auf den eingestürzt und hat ihn also niedergeknüppelt, bis er blutend am Boden gelegen war, aus dem Kopf geblutet. Und Leute, da muss ich sagen, das ist auch nicht richtig. Das ist eine Gewaltüberschreitung. Also, ich wenn Polizei gewesen wäre, ich hätte den Mann da, den Querkopf da, den hätte ich halt durchlaufen lassen durch die Polizei, ich hätte aufgemacht, dass er durchrennen kann. Und hinten dran, wenn er sich ein wenig beruhigt hat, hätte ich nachher zur Zeit Daten aufgenommen, hätte eine Anzeige geschrieben. Und die Sache wäre erledigt gewesen. Weil die anderen, wo dabei waren, waren ja alle friedlich, wo hinten dran gestanden waren. Also, man muss nicht immer das Monopol, das Gewaltmonopol unbedingt durchsetzen. Man kann vielleicht auch manchmal ein bisschen mit Hirn vielleicht manche Ausschreitungen und manche Konfrontationen mit den Demonstranten vielleicht auch vermeiden. Ein bisschen mitdenken. Ne? Oder da mit dem Kind, wo da also im Kinderwagen also Pfefferspray abbekommen hat. Die Frau wollte angeblich laut Polizei durch die Polizeikette durch. Und man hat sie dann gehindert. Und dann gab es da wegen Rangeleien, hat man halt Pfefferspray reingesprüht und hat das Kind Pfefferspray abbekommen. Und also man hat das Kind nicht direkt angesprüht, sondern es hat also wahrscheinlich einen Nebel abbekommen von diesem Pfefferspray. Aber Leute, man kann jetzt darüber diskutieren, ob Kinder zur Demonstration mit dürfen oder nicht. Da die ersten zwei Demonstrationen verhältnismäßig ruhig verlaufen sind und ich viele Demonstrationen gesehen habe, wo die Leute immer ihre Kinder mitgebracht haben. Ob das grüne Demonstrationen waren, ob das gegen Bund war, ob das oder für Bund, ob das ich habe immer gesehen, dass auch Kinder bei Demonstrationen dabei waren. Ich bin der Meinung, man sollte Kinder daheim lassen, wenn man zum Demonstrieren geht. Es ist nicht in Ordnung. Und ich finde also auch, dass die Kinder da manchmal schon wegen einem Schutzschild missbraucht werden. Und das sollte eigentlich nicht sein. Aber die andere Sache ist das. Darf man jetzt als Polizei, nur weil die Kinder als Schutzschilde nehmen, mit Tränengas oder Pfefferspray in der Gegend rumsprühen, dass diese Kinder verletzt werden? Weil ehrlich, diese Kinder haben ja, die haben da damit gar nichts zu tun. Wieso muss man die jetzt auch noch in Mitleidenschaft ziehen? Hätte man die Frau nicht vielleicht, so wie bei dem Mann, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal durchlaufen lassen durch die Polizeikette? Hätte ich gesagt, na gut, dann komm mal durch mit der Kinderwagen. Hätten sie durchgelassen und hätten sie nachher die Personalien aufgenommen. Ne, weil da können sie ja immer noch hinten dran dann abfangen und dann die Personalien aufnehmen. Ich meine, es ist abgefiedert, aber es ist natürlich auf der anderen Seite, da würde man vielleicht solches Bilder dann vielleicht nicht mehr sehen. Im Fernsehen oder wo sie überall war. Also ich finde das schrecklich. Und
weiß nicht, ob sowas sein muss. Da, ich war selber bei der Polizei früher. Und, also bei der Bundespolizei, Grenzschutz, die Bundespolizei. Und ich sage euch, wir haben auch Demonstrationen, Abwehr von Demonstrationen geübt. Und ich denke, wir haben wieder ein bisschen mehr Verstand. Aber vielleicht euch das auch. Ich hatte ja selber schon schlechte Erfahrungen mit Polizei. Das sind ja meistens so junge Polizisten, die natürlich dann aus Bamberg oder irgendwo herkommen, meistens noch weiter weg, dass sie keine Beziehungen haben zu den Demonstranten. Weil sonst würde vielleicht der ein oder andere Polizist dann sagen, oh, komm, geh durch. Ne? Weil die Schweine von der Polizei, die kennen wir ja eigentlich, ne? Die sind eigentlich nicht so brutal. Ne? Und, aber das sind natürlich, wenn so junge Polizisten da aus Bamberg oder irgendwo dahergefahren kommen, dann geht es am Arsch vorbei, wer du bist. Ne? Oder was du bist oder wie du heißt oder was, das ist denn scheißegal. Ne? Wenn du da durch wirst und bist ein wenig grandig und dann kriegst du ein paar Rüssel. Ne? Aber man kennt ja die Franken. Ne? Also, wir kennen ja unsere Pappenheimer. Ne? Und Franken sind halt nun mal Querköpf, Querschädel. Nein, sie sind nicht aggressiv, aber sie sind Querschädel. Und wenn der natürlich da unten am Wald da durchlaufen will und die Polizei hindert ihn da durchzulaufen und der kommt auf den Querschädel Polizei, dann sind zwei Querschädel beieinander. Nein, das geht nicht gut. Ne? Das geht nicht gut. Aber lassen wir das Thema. Also, ich bin der Meinung, da die Polizei hat ihn versaucht. Weiter wegen mit mehr Verstand, wegen mit mehr Gefühl da rangehen sollen und nicht mit Gummiknüppel. Oder die haben ja gar keine Gummiknüppel mehr, die haben ja so harte Knüppel. Ne? Auf jeden Fall habe ich in dem Film gesehen, dass der am Boden gelegen war, geblutet wie die Sauna. Also eins gebe ich euch, Brief und Siegel. Ne? Dieser Mann, der für die Demokratie, weil der wird ewig die Polizei und die Demokratie hassen. Ne? Den kannst du abschreiben. Der wird in Zukunft dann bei AfD wählen, wenn er es noch nicht gemacht hat. Ja, es ist so. Das hat noch nie was Gewalt. Gewalt hat noch nie was gebracht. Noch nie. Das hat noch kein Krieg was gebracht. Guck doch Afghanistan an. Oder guck doch Syrien an. Die können Bomben schmeißen, schießen, was sie wollen. Das hat auch noch nie was gebracht. Und Gewalt bringt nichts, bringt nur Gegengewalt und bringt Bürger, die einfach dann frustriert sind und die dann zum Hasser der Polizei werden und zum Hasser unserer Demokratie. Und die Demokratie ist ja eigentlich eine gute Sache, was manche Leute verstehen halt die Demokratie auch nicht. Demokratie ist natürlich eine Sache, man kann über alles diskutieren, aber über alles reden. Und, aber wenn eine Entscheidung getroffen ist, das heißt, wenn also eine Mehrheitsentscheidung getroffen ist, für irgendwas, zum Beispiel für das Impfen, dann müssen halt die Restlichen sich da auch, oder es müssen jetzt Oberhohenried bei Hasfurt, da müssen die eben auch dann, aber wir fahren mal nach Königsberg, ja, auch dran halt. Das geht halt nun mal nicht. Demokratie heißt halt, dass Mehrheitsentscheidungen gesucht werden und dass die Restlichen das dann auch akzeptieren müssen, wenn die Mehrheit eine Entscheidung getroffen hat. Und nicht dann ewig rumlamentieren und dann rummachen. Weil dann kann man jede Entscheidung, die mit der Mehrheitsentscheidung getroffen worden ist, diskutieren, darüber ewig lang diskutieren und das geht ins Unendliche. Man, ihr habt ja immer das Recht bei der Wahl, dann anders zu wählen und euer Kreuzchen auf andere Kandidaten, auf andere Parteien zu machen. Das Recht hat ja jeder. Und das war also jetzt mal mein Statement zur Demokratie und zu Demonstrationen. Ich finde es also nicht schön, Leute, die wo mich jetzt hört und am Sonntag demonstrieren wollen, wollen ja schon wieder welche demonstrieren. Bitte bleibt friedlich. Versucht da der jungen Arschlöcher Polizei wegen aus dem Weg zu gehen. Es bringt ja im Endeffekt nichts. Ja, freilich gibt es, Polizei ist ein Spiegelbild der Bevölkerung. Es gibt da der Polizei genauso Arschlöcher wie bei jedem anderen
wie bei uns, ne, Bürger, Normalbürger. Ne. Gibt Sodana und Sodana. Es gibt aber der Polizei Leute, die nicht geimpft sind. Ne. Und die sich weigern, sich impfen zu lassen. Und die AfD wählen. Ne. Also, in der Polizei ist auch alles vertreten. Und wenn du natürlich gerade auf jemanden triffst, der dich dann nicht macht, dann hast du wirklich ein Problem. Also gut. Jetzt lassen wir aber das mit der Politik und mit der Streikerei und der Demokratie. Ich hoffe, ihr schaltet nicht alle jetzt meinen Kanal ab, weil er sagt, die hat auch ein wenig einen Knall da, was die da erzählt. Ich weiß, ich habe manchmal ein wenig verschobene Meinung. Ich bin halt eigentlich, habe meine Freiheiten abgedacht. Und ich möchte auch meine Freiheiten behalten. Aber mir ist auch bewusst, dass in dieser Pandemie manches ein bisschen eingeschränkt werden muss. Bloß ich möchte natürlich auch, dass irgendwann mal ein Licht am Horizont ist und man sagt kann, ab da dürfen wir unser Leben wieder normal leben. Weil so geht es natürlich auch nicht. Man kann nicht auf Dauer die Freiheiten einschränken. Naja, lassen wir das Thema. Jetzt kommen wir also Richtung Königsberg in Bayern. Eine schöne alte Stadt. Und wer da schon mal war, der wird mir zustimmen. Das ist also wunderschön hier in Königsberg. Oben die Burg und unten die alte Stadt. Da gibt es auch eine große Fabrik, die Fränkische Rohrwerke hier in Königsberg. Jetzt lasse ich mal die Kamera an. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute auf der Straße sind. Das ist also jetzt noch nicht der Ortskern. Da geht es dann auf zum Schloss. Auf zum Schloss fahren wir heute nicht. Da habe ich schon einige Filme gemacht. Wer also mal einen Film sehen möchte über das Schloss hier in Königsberg, der kann das gerne mal anschauen. Also, da habe ich schon mehrere Filme gemacht. Da links sieht man also die ersten Fachwerkhäuser. Und und da bereiten sie ein Haus ab, ja, zu verkaufen. Oh Gott, wer will denn das kaufen? Wer will denn das kaufen? Ja. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir mal reinfahren in der Stadt. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu weit durchgefahren. Aber naja, wir rollen halt die Sache von hinten auf. Ne? Wir dürfen also hier nur 10 Meter breit sein, das Auto. Der Smart hat da, glaube ich, wenig Probleme. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ne? Da fahren wir also jetzt rein in die Altstadt. Oben ist übrigens die Burg, wenn man aufguckt, da hat man sie gesehen. Da kann man auch essen da oben. Oh ja, wird jeder kennen. Ne? Das ist, glaube ich, allein in jeder Burg so, dass man da essen kann. Ne? Jetzt sind wir da mitten im Zentrum. Da ist das Rathaus. Das Rathaus. Jetzt fahren wir da mal um den Platz rum, um und um. Ja, da kann man auch mal nachfahren. Guck dir mal da hin, wie das da aussieht. Ne? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, wir fahren mal dann auf. Muss ich ein wenig langsam fahren, weil das, die Straße ist natürlich auch mittelalterlich. Da legst du mich bei am Arsch, du. Das ist ein Ding, der Stress, du. Naja, klar, auf der anderen Seite fahren die Leute wenigstens langsam, ne? Ich kann's verstehen, du. Also man sieht, auch rechts da diese Fachwerkhäuser, ne? Es sieht schon schön aus, ne? Dieses Königsberg ist echt eine Reise wert. Wenn ihr mal nicht wisst, in Schweifert, wo ich, fahrt doch mal nach Königsberg. Da kann man übrigens auch auf der Burg fahren, ne? Ganz zur Information, da geht es dann auf dem Schloss. Die Burg sage ich immer, die schreiben das Schlossberg. Also gut, da ist halt der Schloss. Also jetzt fahren wir wieder runter. Jetzt könnt ihr es nochmal von oben angucken. Naja,
Das ist schon ein altes Dorf, ne? Das ist auch gut erhalten alles, die Fachwerkhäuser werden gepflegt. Regio Montanus Ausstellung. Das ist also die Kirche. Und ich muss echt zugeben, das macht nicht, das ist zwei schon ein hartes Gerät. Das ist schon ein hartes Gerät. Leck mich fett. Da kriegst du schon Angst mit dem Auto. Da kriegst du schon Angst, wenn du mit dem Auto fährst. Weil ich bin ja auch nichts mehr so jung. Und da hast du zuletzt Knoten im Darm, du. Von dem Gerabbel, von dem. Ja, das Marilla, du. Alter, die haben Straßen, du, da steigst bei der Bugeln auf, du. Naja, wie gesagt, ich kann es ja auch verstehen. Ne? Das ist ein altes Dorf. Und es soll auch den Ursprung so diesen Charakter behalten. Ne? Das soll auch den Charakter so behalten. Und wenn einerseits ist es ja auch schön, mir gefällt es ja. Mir gefällt es ja. Jetzt wieder raus. Oh, ich glaube, wir fahren da noch mal rauf. Man kann da, glaube ich, rauffahren. Oder ist da gesperrt? Nein. Man muss immer gucken, weil überall darf man natürlich auch nicht rumfahren. Dann lassen wir den vorbei da. Dann lassen wir den vorbei. Lassen wir vorbeifahren, weil. Und ich fahre so langsam, ne? das nervt dann die Leute. Ne? Ehrlich gesagt, ich kann auch mit dem Auto nicht schneller fahren. Ne? Da, wie gesagt, da habe ich ja Knoten im Darm. Du. So, jetzt fahren wir nochmal dann auf. Königsberg in Bayern. Und schön ist es. Schön ist unser Franken. Jetzt sagt bloß, ist unser Franken nicht schön. Jetzt kommen wir nochmal daher, so drehen wir rum und fahren wieder raus. Ich will dann raus. So, jetzt fahren wir wieder raus. Wir dürfen auch nicht höher, wie sage ich, wie 3,20 Meter. Schaffen wir gerade mit dem Smart, schaffen wir gerade. Die waren ja vorhin schon da gestanden. Oder? Also gut. Jetzt wollen wir nach oben finden. Machen wir hier erstmal Pause, ne? Herzlichen Glückwunsch! Du hast den richtigen Sender gefunden.